Ja, wir haben rund 50.000 Unfälle, die im Krankenhaus behandelt werden, jeden Winter. Davon ist etwa die Hälfte, nämlich 24.000, sind allein die Skifahrer. Das heißt, wir haben natürlich ein erhöhtes Risiko auf den Pisten. Das kann man aber durchaus reduzieren, indem man sich ordentlich schützt einerseits und zweitens auch das Verhalten den entsprechenden Bedingungen anpasst. Der beste Schutz ist auf jeden Fall der Helm, weil ganz einfach Kopfverletzungen schwerste Verletzungen sind. Wir haben hier eine recht gute Durchdringung schon in Österreich mit über 90% Helmtragequote. Und da geht es natürlich in zweiter Weise dann auch noch darum, dass ich den Helm richtig aufsetze, weil sonst ist dieser Schutz ganz einfach auch nicht gegeben. Ganz wesentlich beim Helm ist es, dass ich einen Helm mir kaufe, der den Schutzbestimmungen der Europäischen Union entspricht. Das heißt, ich muss irgendwo, meistens da drinnen im Helm, ein EN-Kennzeichen finden, das ist 1077 die Nummer. Und dann geht es noch darum, dass ich beim Kauf bereits schaue, dass der Helm sehr, sehr gut passt. Das heißt, ich setze ihn auf am Kopf, mache diese Bügel nicht zu, bewege den Kopf vor und zurück und wenn er dann nicht wackelt, dann bin ich mal schon auf der sicheren Seite. Ich habe einen sicheren Helm durch die EN-Kennzeichnung und ich habe einen passenden Helm und das hilft. Ja, wir sehen, dass sehr, sehr viele Skifahrer einfach über ihr Können hinaus auch die Geschwindigkeit auf die Piste bringen. Wir wissen, dass etwa die Hälfte der Skifahrer über 50 Stundenkilometer fahren. Und das bedeutet bei einem Sturz doch, dass es sehr, sehr schwere Verletzungen gibt. Wenn man das vielleicht vergleichen mag, 50 km/h in einen Baum reinzufahren mit den Skiern, ist etwa dasselbe, wie wenn ich von 10 Metern runterspringe und am Boden lande. Also man kann sich da schon vorstellen, dass es einfach wirklich schwere Verletzungen gibt. Deshalb Tempo zurücknehmen, vor allem jetzt, wo eben auch viele Leute dann auf der Piste sind. Es kann natürlich auch zu Zusammenstößen kommen oder dass andere Leute durch mein Tempo erschreckt sind und zu Sturz kommen.